Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play The Evil Within. In der letzten Folge, haben wir diesen komischen Typen mit dem Tresor auf dem Kopf besiegt. Ja doch, das war in der letzten Folge. Und haben noch vielen anderen coolen Kram gemacht. Und jetzt sind wir weiter auf der Suche nach Leslie. Und auf dem Weg hier raus, den Schlüssel hätte ich gern. Dankeschön, wie nett. Ich habe das Gefühl, hier war noch irgendwie so ein Ding. Fällt man nicht hier gleich irgendwie ins Wasser und dann ist da noch so ein Ding? Ich glaube schon. Irgendwie sowas gab es hier. Oh, toll. Kann ich die Dinger mitnehmen? Cool. Kann ich die Dinger mitnehmen? Nö. Ich hatte mich schon so gefreut. Auch das ist doch nicht in Ordnung. Jetzt nimm doch so ein fucking Ding mit und das auch. Und hau da einmal drauf. Nimm das mit. Okay, da hat uns keiner bekommen. Irgendwo war hier noch so ein Ding. Ich bin mir zu 100% sicher. Kann auch sein, dass es jetzt erst kam. Oh, wenn ich das noch genau wüsste, ey. Oder war das hier? Da ist so ein komisches Tonband. Abnormale Gehirnwellenmuster bei dem Setz mich mal wieder richtig vors Mikrofon. Und nun auch wieder bei 55 beobachtet. Allgemein ist ein Befund von dissoziativer Identitätsstörung. Vorangegangene Versuche am präfrontalen Kortex führten zu verringerter Selbstwahrnehmung. Jedoch mit neuartigem Ergebnis. Suizidale Gedanken der wechselnden Persönlichkeiten wirken sich als Angriff auf die Kernpersönlichkeit aus. Mit schwindender, bewusster Wahrnehmung wurde eine Art statischer Zustand erreicht. Zwei Menschen wie aneinander genäht und dazu verbannt, miteinander zu leben. Auf ewig, in gegenseitigem Hass. Köstlich. Ja, Mensch, Hass ist doch immer eine gute Sache. Hier kam ich ja, das ist doch... Oder? Nee, von da kam ich nicht. Oh. Das muss ich jetzt nicht haben. Mach das bitte auf. Bitte springt nicht auf mich drauf, ich bin gerade beschäftigt. Was auch immer ihr da tut, das ist nicht ganz normal. Hört auf damit. Los, schneller, schneller. Oh, das ist doch nicht in Ordnung, diese blöden Mistviecher. Moment. Das kriegen wir schon noch hin. Och, nö, wie viele kommen denn hier bitte raus? Reicht es da drüber zu rennen? Anscheinend schon. Lol. Was sind das für Ausgeburten der Hölle? Legt euch nicht mit mir an, Bitches. Komm schon. Och, das ist doch nicht in Ordnung. Du blödes Mistvieh. Kriegt man die irgendwie tot? Da kommt doch immer wieder neue raus. Das ist doch nicht in Ordnung. Ich glaube, das war's, oder? Okay, ich hoffe mal. Scheiß Mistviecher. Also für den Fall, dass ich das Spiel nochmal spiele, mache ich erst das Tor auf und gehe dann dahin. Cool. Das meinte ich.
Hier war es nicht, oder? Also ich sehe hier wenigstens nichts mehr. Kann auch sein, dass ich mich nur an das Ding da vorne erinnert habe, aber ich bin mir eigentlich irgendwie sicher, dass hier irgendwie so ein Ding war. Schon wieder diese Mistkröten. Ich mach die erstmal alle ein bisschen tot. Mehr sehe ich jetzt nicht, außer eine tote Ratte. Nee, ich glaube, ich habe mich doch nur an das Ding da von vorhin erinnert. Verreck doch bitte. Nein, 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 nein. Kann ich euch bitte einfach anzünden? Ich muss hier mal kurz durch. Oh. Tschüss. Es kann sein, dass es auch da war und dass ich es jetzt nur irgendwie ignoriere. Es kann gut sein, weil, ne, da ist halt zeitlich gerade irgendwie und munitionstechnisch waren wir da gerade nicht so auf dem besten Niveau. Wer ist das? Ah, das war auch so ein Rätsel, ich erinnere mich. Aber das Rätsel war relativ easy, denke ich. Dankeschön. Ich guck noch mal, ob hier irgendwo noch so ein Ding rumhing, aber ich glaube wirklich nicht. Da hoch geht der gar nicht erst. Nee, sieht schlecht aus. Gut, dann gucken wir uns jetzt dieses Rätsel an. Och nö, ich brauche den Controller. Einen Moment. Ich bin zu tief reingegangen und natürlich war es eine Falle. Sophia hat es mir so oft gesagt, ich soll damit aufhören, aber es war nur noch ein kleines Stückchen bis zur Wahrheit. Ich wusste, es würde schwierig werden, aber ich war so dicht dran. Ich spüre einen ganz leichten Luftzug unter der Tür. Sie muss nach draußen führen. Die Platte, die ich gefunden habe, könnte in den Schlitz passen. Wahrscheinlich ist das der Schlüssel, aber wie herum gehört er? Die Chancen stehen 50-50 und ich laufe hier schon seit Ewigkeiten auf und ab und kann mich nicht entscheiden. Sophia, wenn ich es nach draußen schaffe, schließe ich dich in die Arme. Ich werde dir sagen, dass du recht hast und ich werde dich nie wieder loslassen. Okay. Raus mit dir. Komm schon, komm schon. Raus, genau. Jetzt ist er raus. So. Ich glaube, er hat sich falsch entschieden. Würde ich jetzt mal... Ja, würde ich jetzt mal sagen, dass er sich falsch rum entschieden hat. Gut, diese seltsame Platte hat auf beiden Seiten ein eingekerbtes Gesicht. Auf einer Seite der Platte ist Blut zu sehen. So. Ehrlich gesagt kann ich ihn verstehen, dass er sie so rum eingesetzt hat, weil die Person darauf lacht. So kann man halt eben wissen, ne, so rum hat er sie eingesetzt, deshalb, weil er gestorben ist, ist es logischerweise der falsche Weg. Das heißt, wir müssen sie so rum einsetzen für den Tod. Ja, irgendwie blöd, dass er dafür sterben musste, aber na gut, ist nicht mein Problem. So. Mach das mal kaputt. Da war nichts drin. Toll. Schon wieder diese Dinger hier. Ist Ruvik in der Nähe? Wenn ja, habe ich gerade keinen Bock auf den. Na toll. Hier wollte ich eigentlich jetzt nicht unbedingt hin. Oh, cool.
Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. So, dann müssen wir einfach wieder raus hier, würde ich sagen. Wieso tut er denn schon am Ende so? Also wieso schwächelt er am Ende schon so? Das ist doch nicht in Ordnung. Doc. Doc, was zur Hölle ist hier los? Hab keine Zeit. Ich muss rausfinden, wie ich den Prozess rückgängig machen kann, um ihn zu stoppen. Wen? Diesen Ruvik? Wer zum Teufel ist er? Tut mir leid, ich muss weitermachen. Ich kann recht wenig tun, wenn Sie mich im Dunkeln lassen. Und Sie werden meine Hilfe brauchen. Er. Wir. Forschten an einer Methode. Wie soll ich das erklären? Es ging darum, Gehirne zu koppeln. Auf elektrochemischer Ebene alles miteinander zu teilen. Gefühle, Erinnerungen, Wahrnehmungen, alles. Direkt. Völlig neuartig. Ihre Bedeutung für die Psychologie, Arzneimittelforschung, das Bewusstsein selbst. Meinen Sie das ernst? Das ist doch völliger Wahnsinn. Ich habe nie gesagt, es wäre perfekt. Besonders nicht mit so einem labilen Wirt. Großartig. Ihr Partner ist also ein verdammter Psychopath. Und wir sind alle in seinem Kopf. Nicht richtig, nein. Wir alle tragen etwas dazu bei. Aber er ist der Einzige hier mit bewusstem Einfluss. Sie wissen doch, wie er denkt. Was will er? Nun, das ist nur eine Theorie, aber ich denke, er will unseren Tod. Das ist aber ein schönes Gehirn. So eins hätte ich auch gern. Perfekt fürs Thumbnail. Und plötzlich ist alles weg. Ein neues Tagebuch. Das ist doch nicht in Ordnung. Wieso tut man mir das an? Och nö. Heute ist Lillys erster Tag im Kindergarten. Sie ist so ein tapferes Mädchen und es scheint, als würde sie sich gut zurechtfinden. Myra, Gott beschütze sie, hat 3 Jahre lang hinter sich. Ein Baby großzuziehen ist ein Vollzeitjob und jetzt bekommt sie endlich die Pause, die sie sich verdient hat. Mit Pause meine ich ihre Rückkehr zum KCPD, in das Dezernat für vermisste Personen. Die Anzahl der vermissten Fälle in der Gegend scheint zuzunehmen. Wenn wir der Sache nicht bald auf den Grund gehen, wird es niemanden mehr geben, der noch ermitteln kann. Denn dann werden alle verschwunden sein. Ich übertreibe natürlich, aber in Crimson City geht irgendetwas vor, das gestoppt werden muss. Und Myra wird uns dabei helfen. Sie ist eine verdammt gute Polizistin und sehr glücklich darüber, wieder zurück im Element zu sein. In ihrem Element zu sein. Raus da. Und ja, das werde ich jetzt tatsächlich jedes Mal so machen. Was zum Teufel? Och nö. Das ist nicht das, was ich denke, was es ist, oder? Oh. Hm. Das liegt doch super. Mensch. Reife Leistung, nenne ich sowas. Ja, das haben wir schon gelesen. Nehmen das einfach mal eben und drückt wieder weg, weil... Ist halt das Gleiche, ne? Was ist das? Eine Flasche. Das ist doch nicht in Ordnung. Wieso tut man mir sowas an? Und wo kommt dieses Vieh überhaupt her? Das muss aus Ruviks Geisteskrankheit sein. Hallo? Hallo? Ich glaube, wenn ich mich so komisch durch die Gegend teleporten könnte, würde ich das auch so machen. Mich immer so vor die Leute teleportieren, um denen Angst zu machen. Gerade so an Halloween oder so wäre das mega nice. Immer nur so, buh, und dann wieder weg sein. Voll geil. Gut,
Dann machen wir mal weiter im nächsten Kapitel. Und schon wieder ist der Effekt nicht geladen. Wieso nicht? Auf der PlayStation hat er immer geladen. Trotzdem ist die PC-Version viel besser. Aber ein paar Bugs hat sie nun mal. Das sieht ja toll aus. Geil, jetzt brennen die auch noch. Detective Castellanos. Detective Castellanos. Waren das fremde Erinnerungen? Scheint so. Hallo? Sie haben unruhig geschlafen. Haben Sie Albträume? Albträume kann man das jetzt nicht ganz nennen. Hallo? Hallo? Wie seine Hand so durch die Tür durchbackt. Bitte beunruhigen Sie die anderen nicht. Nein, keine Sorge, ich will die nur anschreien. Davon kriegen die schon keine Angst. Da komme ich nicht durch, das heißt, hier ist irgendetwas. Sie sehen gar nicht gut aus. Irgendetwas Beunruhigendes. Erinnerungen können ungewiss sein. Erinnerungen können leicht von anderen verdreht werden. Deshalb sollten wir sie stets pflegen. Interessant. Ja gut, da kommt ein bisschen was raus. Sie guckt es sich ja also an und denkt sich, oh mein Gott, das ist ja cool. Cool. Ich hatte eigentlich vor, noch zu speichern. Ist das noch möglich? Ach so, ja. Das Ganze sieht jetzt nur ein bisschen dörflicher aus. Aber okay. Sie sehen aus, als hätten Sie einen Geist gesehen. Ja, ich hab dich gesehen. Das hat mir schon gereicht. Ja, okay, mit 16.000 können wir ordentlich was anstellen. So, wir gucken erstmal in Reserve. Wovon fehlt uns noch was? Das, Das lohnt sich halt irgendwie echt nicht. Machen wir auf jeden Fall mal das. Das ist, glaube ich, nicht schlecht. Und das ist günstig. Das machen wir auch. Dann nehmen wir noch die Schrot... Obwohl, können wir hier auch noch irgendwas machen? Spanngeschwindigkeit. Ja, ja, ja. Dann machen wir noch das und das fände ich auch noch ganz cool. Und ansonsten, ja gut, dann können wir das auch noch machen. Und dann bin ich eigentlich ganz zufrieden. Das ist zu, wieso auch immer. Ich würde da eigentlich ganz gern durch. Kann ich speichern, tatsächlich. Ah, hier liegt noch ein Zeitungsartikel, okay. Brand erfasst Kinder, Mädchen schwer verletzt. Wo waren die Eltern? Kinder, die in einer Scheune auf dem Victoriano-Anwesen gespielt haben, fielen den Flammen zum Opfer. Tochter 17 fällt in Wachkoma. Der Grund für den Ausbruch des Feuers ist bislang unbekannt. Darüber erfahren wir noch einiges. So, ich raste aus. Nein, Spaß, okay. Wir haben zwei Schlüssel, dann nehmen wir dieses Fach. Das sieht nett aus. Ja, okay, das können wir gut gebrauchen. Perfekt. Und dieses Fach. Ja, okay, das war eher nur so halb in Ordnung, aber okay.
Gut, dann würde ich sagen, ich gehe jetzt speichern. Ich glaube, da müsst ihr jetzt nicht unbedingt dabei bleiben. Deshalb würde ich sagen, hier setzen wir den Cut und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Darkness twisting me around.